Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Yeah! Bei der Vorstellung reicht Magie. Ja, reich und Magie. Nee, reich der Magie. Nee, wir sind nicht reich und Magie, sondern wir sind im Reich der Magie. So, wir haben nämlich mit Kohle zu tun. Ich habe erstmal Kohle ausgegeben, damit ich das Paket überhaupt habe. So. Wahnsinn. So, der eine oder andere hat mich mal gefragt, was mache ich immer zwischen den verschiedenen Aufnahmen von Sims 4. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich nehme immer die in Paketweise auf. Wenn ich dann immer so schön in Stimmung bin, ich muss mir auch ein bisschen Stimmung bringen für ein Aufnehmen, ja, damit ich auch mal so fröhlich moderiere. Ich mache immer so ein bisschen für mich persönliches Warm-up. Und zwischen den einzelnen Teilen trinke ich halt was. Ja. Sehr wichtig. Also, liebe Leute, trinkt genug Flüssigkeit. Gut, jetzt kommen wir aber jetzt zu der Objektvorstellung. Und zwar der Chip-Chip-Schreibtisch, perfekt für die Kreativen geeignet, die einen Funken der Inspiration suchen, der ihren den Weg weist. Dieser Schreibtisch mit Gravur beherrscht einen echten Chip-Chip, der als Sinnbild für Hoffnung, Träume und Ziele gilt. Setze deine in die Realität um. Der hat so einen Leuchteffekt. Geil. Super, gefällt mir. Danke, weitermachen. Das ist schön, dass der so einen Leuchteffekt hat. Da muss ich mal gucken, was wir damit anstellen. Das ist ja mal richtig geil. Oh, geil, Leute. Was will ich mehr? Ich weiß es nicht. Das ist doch Hammer. Das nächste ist dann luxuriöse Zauberstab-Vitrine. Ja, da kommen dann die Zauberstäbe rein. Ja, irgendwo muss man sie halt aufbewahren. Ne? Gibt dann auch mit gefärbtem Glas. Ja. Gucken wir uns da gleich nochmal kurz von hinten an. So. Jetzt zwei Scharniere dran, dann klappst du auf und du packst den Zauberstab rein. Ja. Kurioses K&Key-Kabinett. Gott, das ist aber schon, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Key. Leute! Passt hier ab und zu ein bisschen auf bei Maxis EA? Das ist wirklich schon ein bisschen grenzwürdig, wenn man das Ding abkürzt. Ah, Leute. Da solltet ihr aber nochmal nachdenken und nachpatchen. Das ist nicht so schön. Aber was mir gefällt, diese Rundungen bei diesem Objekt. Das sieht schön aus. Das ist wirklich toll. Das ist ein sehr schönes Objekt. Das Ganze nochmal im Black ist beautiful. Dann ist das auch was für ein Witcher. Ja. Gucken wir uns dann auch mal die Objekte nochmal von hinten an. Da siehst du echt auch so mal die einzelnen Holzelemente, die so reingesetzt wurden. So nach dem Motto, da ist der zusammengesetzte Schrank. Ja. Nice. Echt nice. Kannst du bringen. Und the next one ist der Abrakatisch. Herzlich willkommen bei der Folge 3798 der Schwarzwaldklinik. Heute ist Dr. Monroe dabei, eine endgültige Darmexplosion zu verhindern. Doch wird es ihm gelingen? Das muss ich immer bei dieser Melodie denken, das ist der absolute Hammer. Das ist der typische Einstieg in so eine typischen damaligen deutschen Fernsehserie. Gott, ey, man ist echt geschädigt. Jetzt gucke ich schon ewig kein Fernsehen mehr, aber... Wenn man solche Melodien hört, muss man wirklich an die alten Fernsehserien denken, ne? Das haben die mit Absicht gemacht. Die kennen mich genau. Die von Maxis, die sind schlimm und böse. So. Aber was sie können, sind schöne Tische. In dem Fall hier zum Beispiel. Tolles Ding. Das sieht so leicht gedreht aus, so dieses Holz. Das ist Elfen-like, Leute. Das ist so ein schöner Elfentisch. Gut.
Dann kommen wir weiter. Jetzt sind wir bei dem Objekt Herasphaunbecken. Dieses Herasphaunbecken ist ein Waschbecken, um genau zu sein. Ja. Das finde ich schon krass, dass das sogar von hinten, weil normalerweise platzierst du das Ding ja an der Wand. Ja? Obwohl, das kannst du wohl auch freistehen platzieren. Da gehen einmal die Füße weg und dann... Okay. Interessant. Das heißt, du kannst das Ding auch irgendwo so ein bisschen platzieren. Stellt sich die Frage, wer das macht. Das ist natürlich immer so die Frage, wer macht sowas? Schön. Bisschen Overdose vielleicht, aber schön. Ist jetzt nichts für den Quantumhaushalt. Definitiv nicht. Das Portaltöpfchen. Wenn man mal muss, muss man gehen. Aber was ist, wenn du gehst und plötzlich in einem Paralleluniversum landest? Musst du mal aufpassen, auf was für ein Lokus du dich setzt. Das ist so geil. Manchmal weißt du echt nicht bei den Texten, was du denken sollst. Da ist sogar Wasser drin, Leute. Guck mal, da ist sogar Wasser drin. Guck mal, hier ist Wasser drin. Da ist Wasser drin, ist Wasser drin. Jo, Herr der Lokus. Schamokus, da ist er. Schokus Malokus. Das Ding sieht aus fast wie ein Steampunk-Rucksack. Das sieht aus wie ein Steampunk-Rucksack. Ja, Steampunk-Rucksack lässt sich grüßen. Eine Dusche, Lodines Spülbergine. Zu Beginn seiner Karriere hatte der wohl eher durchschnittliche. Es ist Lodinius à la Kuppler. Ja. Den Text kennen wir ja so von den anderen Objekten schon ein bisschen. Das ist wieder echt nice. Das ist wirklich wieder echt nice. Also eine Duschkabine ist schon hammermäßig. Gucken wir nochmal kurz nach, ob auch hier ein anderes Muster ist oder ob die Farbgebung einfach nur generell anders ist. Scheint aber nur generell die Farbgebung zu sein. Da hätte ich jetzt auch gefeiert, wenn diese Blumenmuster und so das Zeug wie bei den Fenstern gewesen wären, ne, Leute. Hammergeil. Schickes Ding. Das hätte aber Full Glas, auch hier auch nochmal Glas sein können. Dann hätte man die Seite mit der Dusche an der Wand, mit der Brause an der Wand stellen können. Das wäre natürlich noch geiler gewesen. So Full Glass. Aber okay. Gut. Überragender Kessel für alle Magier, die ihre Karriere erst beginnen. Diese preisgünstige Variante ist hervorragend geeignet, um deine eigene Mischung auszuprobieren. Hinweis: Wir übernehmen keine Garantie für die mit diesem Kessel zu bereiten Getränke. Denn wir wissen nicht, ob ihr wirklich funktioniert. Nun ja, zumindest sieht ihr so aus. Kochfähigkeit abseits des Netzes Funktionstüchtig. Okay, ein Netzes Funktionstüchtig. Ja, ein Kesselbrand. Muss ich so an Dark Souls denken, an den Endboss am Ende nachher. Dann kommt ja auch so mit Kessel an, Männer. Und da will er ihn so mit dem Kessel auf den Kopf hauen. Ja, der hat schon ein bisschen hier Grünspan dran. Das ist ein Kupferkessel. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Grünspan ist toxisch. Und hier ist die Rusty-Version. Ja, schon leicht rostisch. Der steht schon ein paar Tage. Das ist nicht so schlimm, aber bei Grünspan müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dann gibt's den Kessel der Exzellenz. Der Traum eines jedes Magiers. Mit den wunderschön ausgearbeiteten Kristallen kannst du nicht nur exzellente Trinke bauen, sondern dabei auch noch Stil beweisen. Zeige, was ein exzellenter Zauber du bist, indem du diesen Kessel zu deinem rituellen Zubehör hinzufügst. Oh. Mit Kristallen. Ja, da wird mit Kristallen befeuert. Geiler Ding. Wünsche, Träume, Wirklichkeit, Magitech. Erfülle deine Wünsche noch heute. Das war damals mein Werbespruch in einem anderen MMO gewesen. Geil, oder?
Echt geil. So. Bar, Glas nicht offen. Sondern geschlossen. Eine Bazille. Ja, darf es irgendwie anscheinend nicht in jedem Paket fehlen. Mittlerweile wird meine Bazillen ja voll geklustert ohne Ende. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie viel Bars man braucht, aber anscheinend die Magiers saufen sich gerne auch mal den Hirn weg. Disclaimer, Alkohol ist nicht gesund. Danke, weitermachen. Aber sehen echt schick aus. Ja, so schön, ja, Arbeit. So, jetzt kommen die ersten wendlichen Objekte. Eigentlich müsste ich hier auf der Seite die Fenster rausklobbeln. Weil hier auf der Seite habe ich das Licht dummerweise. Das ist sehr intelligent von mir. Das ist eh nur das Testhaus. Oh ja, kann ich ja die Fenster rausklappen. So. Fangen wir mal an. Hier gibt es Druckserie, die Wissenschaft der Magie. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit er das auch ein bisschen besser erkennt. Ich guck mal nach, ob da auch verschiedene andere Objekte drauf sind. Dann ist da nochmal mit Pflanzen was. Das sind nochmal die Flaschen, Pflanzen, Schmetterlinge, Pflanzen. Ja, okay, das sind die drei verschiedenen Darstellungen. Das ist übrigens das Todeskraut. Gut zu erkennen für den Laien. An der Todesformentädels des Blütenkelches in der Mitte. Ja, da. Todeskraut. Ist aber nicht giftig. Im Gegensatz zu der rankenden Lilie. Die ist hochtoxisch. Aber Todeskraut ist ganz harmlos. Ja, da gibt es auch einen schönen Salat zu. Ja, dann haben wir natürlich auch das Übliche hier so. Die darf auch nicht in Fantasy fehlen. So eine laufende Araune. Ja, darf auch nicht fehlen. Ja. Geil. Das ist wieder echt nice. Dann haben wir Terminplaner des Magiers. Ein Magier hat einen ziemlich engen Zeitplan. Ja, nicht nur der. Nicht nur der. Ich auch, Leute. So, den machen wir natürlich wieder ein bisschen größer. Dann kann ich hier ein bisschen rauszoomen. Dann könnt ihr nämlich da nochmal ein bisschen besser reinschauen. Dann haben wir hier so ein bisschen größer. Oh, der ist aber schön. Das ist aber kein Terminplaner mehr. Das ist eher schon Richtung Bild oder was auch ever.com. Das sind nochmal die Planis. Das ist das Bild. Ja, nehmen wir nochmal die Planis. Nochmal in Originalgröße. Ja. So sieht es dann halt aus, ne? Auch so mit den Rahmen schön hier arbeiten. Und Holz. Sehr schön. Dann haben wir Mirror on the Wall. Wer ist denn hier so beautiful? Beziehungsweise da steht da, der Wahrsagerspiegel von moderner Magie. Oh, der ist schön. Der ist echt schön. Den muss ich definitiv bei den Elfen hinklatschen, Leute. Da hilft kein... Oh, geil. Der ist sogar so umrankt. Der ist echt nice, Leute. Also, dann kann man sagen, was der Blitz. Der geht auch nochmal so schön in hell. Dann ist der echt nochmal so elfenlike. Leute. Dann ist er da nochmal so mal leicht juni, bis auf die Scharnierelemente. Beziehungsweise Kippelemente in dem Fall. Die Scharnier. Hammer, oder? Also, da kannst du sagen, was du willst. Das ist schon mal echt super. Dann haben wir Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste Elfe im ganzen Land? Gucken wir uns natürlich dann auch mal verschiedene Farben an. So mit einem leichten Blauton drin vielleicht. Oder wie sieht's aus mit etwas dunklerem? Hm? Kannst du bringen. Did it work? Really? Echt schönes Ding. Gefällt mir. Jetzt kommen wir zu den Gardinen. Oh, Gardinen, Leute.
lebhafte Gardine in dem Fall. Oh, mit diesen Farbdingern da so. Das ist so. Das ist echt wieder so. Warte mal, ich muss das andere Objekt aus der Hand nehmen. Hier mit diesem Hell, da so dran. Das sieht schick aus. Mit einem Punkten hier festgemacht, dann geht das hier einzeln so runter. Und das ist echt geil. Das ist echt geil, Leute. Gardinen aus einer anderen Welt. Das Ganze größer nochmal sozusagen. Für die größeren Fenster unter euch. Es gibt ja auch Fenster manchmal, die größer sind. Muss ich tatsächlich etwas rauszoomen. So. Das ist die sogenannte Zoomen-Schau. Geil, oder? So die Musterung hier drauf. Ne? Das sind unterschiedliche Muster. Das ist so ein Muster, so ein Muster. Dann einmal so Juni. Also für jeden so wieder ein bisschen was dabei. Ne? Und dann nochmal. Papierlinas Vorhänge. Von der. Das ist dann eher von unten. Da seht ihr, da komme ich noch nicht mal hoch. Feenkönigin. Ah, okay. Von der schicken Feenkönigin. Oh. Also echt nice. Also der Feenhaushalt wird auch, da wird schreien vor Umbau. Alter Falter, das geht ja nicht. Das ist echt der Hammer. Also da haben sie echt hier wirklich mal so bewiesen, so nach dem Motto Exos, ihr kriegst ein richtig schönes Zeug. So, jetzt machen wir nochmal den Teppich hier. Teppich, soweit es auch reicht. Oh, ja. Ah, okay, der ist dann so zum... So oder so. Okay. Warum machen sie nicht gleich als Ganzes? Vielleicht, wenn man den an der Wand macht oder so. Okay, das ist natürlich auch nochmal die Frage. Wo man den halt... Hä? Wo man den halt platziert? Ach nee, der ist so mit Zwischenstücken. Ich trottel. Kannst du so verlegen? Wäre dann halt das Objekt dann eher, also das hellere. Den kannst du verlegen. Deshalb hier diese verschiedenen Farben. Du hast diese Farben. Wir werden mal den hellen hier verlegen. Damit wir einmal den hellen haben. Ach so, scheiß mal die Wand an. Kann sie das so machen? Wo ist das Endstück? Da. Versteht er, ja? Geil, oder? Das ist echt mal geil. Endlos verlegbarer Teppich für lange Korridore oder sowas. Für eine große Halle. Auch möglich. Geil. Schön, schön, schön. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, gerne dann morgen wieder. In diesem Sinne euch allen einen schönen Tag. Bleibt so weit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und ciao, ciao.